Paul und Lagarde sagen, wir werden die Zinsen länger hochlassen. Die Märkte sagen, nein, werdet ihr nicht. Und wetten darauf, wann und wie schnell die Zinsen senken werden. Und in dieser Woche haben wir jetzt die Sitzungen der Fed und der EZB. Und beide Notenbanken haben etwas mehr Munition im Köcher. Diesmal, denn sie können die Projektionen bringen, also die Prognosen der Notenbanken in Sachen Wirtschaft und in Sachen Inflation. Die Fed hat dazu noch die sogenannten Dotplots, also die Erwartungen der Fed-Mitglieder, wie die Zinsentwicklung sich entwickeln wird. Und mit diesen Mitteln, mit diesen Instrumenten kann man etwas signalisieren, kann man eine Haltung an die Märkte telegrafieren in gewisser Weise, die etwas mehr ist als das, was rein rhetorisch passiert ist jetzt in letzter Zeit. Denn wir haben immer wieder gesehen, etwa Paul, der gesagt hat, ja, Zinsen können wir jederzeit noch weiter anheben. Er warnt vor Spekulationen auf fallende Zinsen, aber die Märkte sagen sich, lass den reden. Wir machen mal das Gegenteil. Das Ähnliche gilt bei der EZB. Man wettet auf 6 Zinssenkungen jetzt bereits im Jahr 2024 und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Grund als bei der Fed, denn die Wirtschaft in der Eurozone, auch und speziell in Deutschland, die ist ja sehr, sehr schwach, während in den USA jetzt zumindest die Arbeitsmarktdaten besser waren als erwartet, auch die Stundenlöhne etwas stärker gestiegen sind zum Vormonat. Also Paul hat ein bisschen mehr Argumente auf seiner Seite, wenn er behauptet, dass die Zinsen länger hoch sein werden und auch wenn diese Arbeitsmarktdaten, wenn man genauer hinschaut, nicht so wirklich gut waren, fast nur Regierungsstellen dazugekommen, Stellen im Gesundheitssektor, also nicht so wirklich etwas Gesundes, könnte man sagen, aber so oder so, wir sehen, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe oder die US-Renditen insgesamt wieder gestiegen sind. Der S&P ist auch gestiegen, ungewöhnlich, normal verhält sich das gegenteilig, steigende Renditen sind fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Wir sehen hier den Dollar auch jetzt wieder deutlich stärker als in den letzten Wochen, auch ungewöhnlich, normal auch eine negative Korrelation, starker Dollar, schwache Aktienmärkte und umgekehrt. Und rechts sehen wir, dass wir hier möglicherweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden könnten. Das haben wir schon gehabt, habe ich das zweimal, habe ich mich verklickt. Genau hier wollte ich weitermachen und heute Nacht hat es auch Bitcoin ein bisschen erwischt. Zu einer Zeit, wo relativ wenig Liquidität ist, ist der Kurs mal eben 7,5% gefallen. Ja, im Kryptobereich sind einige ja einiges gewöhnt, aber einer der Gründe könnte sein, dass Rekord-Call-Volumen hier im Optionsbereich der Fall sind. Also alle wetten, dass Bitcoin weiter steigt. Viele wetten darauf, dass schon im Januar Bitcoin über 50.000 Dollar steht. Und wenn alle davon ausgehen, dass wir steigende Kurse sehen, dann sehen wir manchmal das Gegenteil. Viele müssen dann abdrücken. Wir haben einen Domino-Effekt gewisserweise und so erwartet hier ein Charttechniker, dass wir bis 8.000 oder 9.000 Dollar perspektivisch nicht sofort zurückfallen werden, aber vorher steigen wir wahrscheinlich bei Bitcoin noch auf 1 oder 2 Millionen Dollar, gell? Bitcoin to the moon und wie sie alle immer sagen, es ist ein Liquiditätsasset. Mal sehen, wie weit es kommen wird oder wie weit heute die Nervosität am Kryptomarkt der Fall sein wird. Aber interessant, was da wieder passiert ist. Und wir haben in dieser Woche jede Menge wichtige Daten. Morgen die Inflationsdaten aus den USA, Erzeugerpreise am Mittwoch, dann natürlich die Fed-Entscheidung am Mittwoch. Wir haben die Einzelhandelsumsätze in den USA am Donnerstag, auch sehr wichtig. Und vor allem dann auch die EZB-Entscheidung. Und wir haben Auktionen, 10-jährige US-Staatsanleihen-Auktion heute 19 Uhr und morgen 30-jährige Anleiheauktion. Letztes Mal oder bei der letzten Auktion einer 30-jährigen, da war ja ziemlich Stress am Markt, weil die Nachfrage so katastrophal war. Aber es werden auch andere Notenbanken wie die Schweiz und so weiter. Es werden viele Notenbanken jetzt nochmal ihre Aussagen treffen. Gucken wir uns doch mal diesen Chart an. Die Renditen, die Zinsen haben ihren säkularen Abwärtstrend überwunden. Das zumindest legt dieser Chart nahe. Es geht nicht immer weiter nach unten mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Nein, wir haben neue Hochs gemacht. Das spricht dafür, higher for longer wird in gewisser Weise schon der Fall sein, wenn man diesen Chart anguckt. Also vielleicht haben die Notenbanker da einen Punkt, in dem sie sagen, ja, wir können die Zinsen nicht so schnell senken. Ich hatte vorhin gesprochen von Anleiheauktionen der USA heute und morgen, auch wichtig. Und hier sehen wir mal, dass die Amerikaner jetzt praktisch ein Verhältnis zwischen Schulden zu Wirtschaftsleistung, also Debt to GDP,
von 120% haben. Das ist dicke. Deutschland hat irgendwas über 60%. Und wenn das Ganze so weitergeht, dann würde die USA in den nächsten 15 Jahren auf 200% Debt to GDP kommen, also Schulden zu Wirtschaftsleistungen. Vor knapp 20 Jahren war man so bei 50%, also noch unterhalb der Deutschen. Und das eben stellt die Frage, naja, wie können die Renditen fallen, wenn so unfassbar viele Schulden draußen sind? Da brauchst du höhere Renditen, damit die Käufer überhaupt noch bereit sind, hier was zu kaufen. So oder so, wir haben neue Daten von den Krediten aus den USA. 2%, mehr als 2% jetzt gefallen im dritten Quartal. Und das ist das dritte Mal jetzt erst, dass wir rückläufige Kredite sehen an die private Kunden. Und das ist natürlich, ja, durchaus eine Indikation, dass da etwas kommt, dass da eine Rezession kommen wird, auch wenn die Märkte davon ausgehen, dass wir ein Soft Landing bekommen. Aber wir haben jetzt hier 9 Beispiele von Zinsanhebungszyklen. In 7 davon folgte eine Rezession und wir sehen schon die Konjunkturdaten jetzt mit Ausnahme der unzuverlässigen US-Arbeitsmarktdaten. Da geht es eher bergab. Economic Surprise Index, den wir hier unten sehen, der weist deutlich nach unten. Dennoch ist der Dollar stärker. Dennoch haben wir einen Anstieg der Renditen gesehen und gleichzeitig einen Anstieg der Aktienmärkte, weswegen die sogenannten Dealer, also diejenigen, die Optionen an den Mann bringen, ob Put, also auf fallende Kurse, oder Call auf steigende Kurse, die haben jetzt extremes Gamma Long, oder sind extrem Gamma Long, das heißt, die mussten sich absichern, weil alle Welt Long ist, Calls gekauft hat, auf weiter steigende Märkte spekuliert. Dementsprechend sehen wir hier diese extreme Positionierung. Passierte jetzt etwas, was sozusagen nach unten geht, dann müssten die diese Long-Bestände abbauen, ne? Die Dealer, also diejenigen, die die Optionen verkaufen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Hedgefonds Einzelaktien sehr stark geschortet haben. Also hier praktisch auf fallende Einzeltitel setzen. Auf der anderen Seite sehen wir massive Zuflüsse in ETFs, die eben auch auf der Long-Seite Index-ETFs, wie zum Beispiel den SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Also etwas verwirrendes Bild, generell aber gilt, es ist viel Euphorie, es kann nur nach oben gehen. Das ist derzeit so ein bisschen die Stimmung. Das gilt nicht gerade für China, hier sehen wir wieder schwache Märkte in China, zumindest bis kurz vor Handelsschluss. Dann haben wir eine Erholung gesehen, mal sehen, wie sie da rauskommen. Aber einer der entscheidenden Punkte ist, am Wochenende hat man Zahlen gebracht. Wir sehen die Verbraucherpreise 0,5% gefallen statt minus 0,2% erwartet und die Erzeugerpreise minus 3% gefallen statt minus 2,8%. Also noch schlechter als oder noch schwächer als erwartet. Wir sehen also in China eine Deflation. Woher kommt das? Nun, es kommt durch eine sozialistische Wirtschaftspolitik, die eben nicht erlaubt, dass Firmen pleite gehen, gerade wenn sie irgendwie unter staatlicher Kontrolle sind. Also überleben diese Firmen, produzieren weiter. Dadurch habe ich früher oder später ein Überangebot. Und wenn es zu viel Angebot gibt bei gleichzeitig eher schwacher Nachfrage, dann fallen die Preise. Also sehen wir in China eine Deflation. All das ist direkt die Folge dieser Wirtschaftspolitik unter Xi Jinping. Und das merkt der langsam, dass irgendwas blöd läuft und sagt, ja, also die Erholung der Wirtschaft sei in einer kritischen Phase. Das hat er messerscharf erkannt, nämlich, dass seine Politik letztendlich gegen die Wand führen muss. Seine Wirtschaftspolitik, Stärkung des staatlichen Sektors, Hauptsache Kontrolle. Kontrolle steht vor Wachstum. Dementsprechend sagen die Ausländer, nehmet uns nicht, und ziehen, wie wir unten in diesem Chart hier sehen, massiv Gelder ab. FDI, das ist Foreign Direct Investment, also was praktisch investiert wird. Und wir sehen das erste Mal, seit es diese Daten gibt, dass Ausländer wirklich massiv Geld abziehen. Und das sieht man den Märkten in China an. Kommen wir zu einem anderen Problemkandidaten, das ist Germany. Hier Diego Fastnacht. Wir sehen die Energieproduktion, ich hatte das schon in einem der vorigen Videos mal gezeigt, das ist um über 20% gefallen, Stromexporte plus 78%, Stromimporte, plus 78%, Stromexporte minus 38%, wir sind also von einem Stromexporteur zu einem Land geworden, das 14% seiner Energie netto importiert. Das haben wir großartig gemacht.
Einer der Gründe ist die deutlich gesunkene Nachfrage der Industrie. Viele sagen, es lohnt sich nicht mehr zu diesen Kosten hier zu produzieren. Also fahre ich die Produktion runter oder verlagere sie ins Ausland. Die Nachfrage ist also noch stärker gesunken als die Veränderung von den Nettoimporten, Stromnettoimporten eigentlich anzeigen würde. Das ist ein sehr typisches Rezessionszeichen, wie Diego Fastnacht hier aus meiner Sicht völlig richtig sagt. Man versucht also hier eine Transformation und nimmt die Wirtschaft nicht so richtig mit. Anders in den USA, hier sehen wir, dass die Energieproduktion auf einem neuen Allzeithoch ist. Wir sehen, dass die Amerikaner unfassbar viel Öl exportieren. Jenes Öl, das über Fracking relativ schmutzig gewonnen wird, jenes Flüssiggas, das noch schmutziger ist als Kohle und dann nach Deutschland transportiert wird, sodass dann eben eine Klimabilanz hier anfällt, die katastrophal ist. Aber Hauptsache, wir sind aus der Atomkraft raus. Geld, das war ja das Wichtigste. Und Daniel Stelter sagt, fällt keinem auf, was für eine Hybris hier herrscht. Habecks Megaprojekt, der Umbau der deutschen Wirtschaft, auf dass sie wettbewerbsfähig, modern und vor allem klimaneutral werde. Das kann nicht funktionieren, wird so schnell nicht funktionieren in der Kürze der Zeit. Ja, unter Merkel war Deutschland außenpolitisch sehr angesehen, aber innenpolitisch war das im Grunde eine Verschleppung von notwendigen Dingen, auch was die ganze Energiefrage betrifft. Und das versucht man jetzt in Windeseile aufzuholen und das muss und kann oder wird schiefgehen, kann nicht funktionieren in der Geschwindigkeit, weil ich einen riesigen Kapitalstock habe, der mit Fossilen verknüpft ist. Wenn ich sage, wir wollen jetzt raus aus den Fossilen, dann muss ich diesen anderen Kapitalstock erstmal aufbauen. Und das geht eben nicht so schnell. Jetzt wollte ich Ihnen noch was zeigen. Gerade hängt ein bisschen das Programm. Aber das ist das große Problem, meine Damen und Herren, dass wir hier einfach viel zu schnell unterwegs sind. Jetzt läuft alles wieder. Gell, es ist ein Wunder geschehen. Und wir sehen dann auch, die Einschläge kommen immer näher am Wohnungsbau. Heute die Meldung von IFO, düstere Perspektive für den Wohnungsbau. Immer mehr Stornierungen, weil die Leute sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Und Beschränkungen im Wohnungsbau nehmen also deutlich zu, hohe Baukosten. Auch das ist ja maßgeblich durch den Staat, durch die Auflagen, Umweltauflagen natürlich bedingt. Viele Projekte rechnen sich schlichtweg nicht mehr. Das ist der Fall und wir sehen hier dann auch Auswirkungen. Bosch jetzt mit der Kündigung von 1500 Mitarbeitern. Autobranche ja auch sehr, sehr schwach. Und das ist einer der Gründe, warum ich denke, dass die EZB viel früher die Zinsen senken wird als eben die Fed. Und die EZB hatte die Inflation nicht kommen gesehen. Lagarde hat gesagt, die kam aus dem Nichts. Na, die kam natürlich nicht aus dem Nichts. Die ist auch durch die EZB selbst maßgeblich hervorgerufen. Und dann wird man sagen, die Rezession kam aus dem Nichts. Auch das werden wir noch sehen. Hier sehen wir nochmal Michel Arouet, der gesagt hat oder der zeigt, dass damals schon die Erzeugerpreise etwa extrem hoch waren, als Lagarde sich noch hingestellt hat und gesagt, nö, diese Inflation, die geht schnell vorbei, ist vorübergehend und dann musste man panisch reagieren. Jetzt wird man die Zinsen zu lange wahrscheinlich oben lassen für die Schwäche der Wirtschaft, die schon eine Zinssenkung durchaus rechtfertigen würde. Dementsprechend, was wird die gute Christine heute sagen? EZB, Anleger sollten mit Gegenwind von Christine Lagarde rechnen. Hat sie noch die Autorität, damit sie die Märkte hier wirklich beeindrucken kann? Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Artikelempfehlung, der S&P, es will einfach keine Korrektur kommen bei den US-Indizes. Warum nicht? Das beantwortet dieser Artikel. Also EZB und der S&P 500, das sind meine beiden Empfehlungen für einen guten Start in diese wunderbare Woche. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.